Hallo, ihr süßen Puppis. Ihr ratet nie, wo ich heute bin. Ich bin heute draußen, aber nicht in Ägypten, sondern ich bin heute mit meiner Tochter Weinhaus. Heise. Am Brandenburger Tor. Das seht ihr jetzt hier gerade nicht, weil heute ist nämlich Eiderhot, der internationale Tag gegen Homo, Trans und Biphobie. Und ich bin dieses Jahr zum zweiten Mal mit dabei. Freue ich mich auch. Sehr. Du auch. Ich mache heute netto 40 Minuten lang Musik. Also das ist ein relativ einfacher Job für mich heute. Hier seht ihr jetzt. Hier, da ist das Brandenburger Tor und hier seht ihr jetzt, da ist die Bühne. Da ist die Bühne, treten heute ganz, ganz viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf. Auch Bundespolitik wird natürlich anwesend sein, nämlich das Ganze wird organisiert von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Guckt mal, ist das süß gestaltet mit den Regenbogenluftballons, seht ihr das? Das ist 12.30 Uhr. Wie gesagt, um 13 Uhr ist Soundcheck. Da schließe ich dann mein iPad an und sage, dass alles funktioniert. Und dann ist um 14 Uhr beginnt die Veranstaltung. Ich bin heute so ein bisschen Hippie. So ein Festival-Look, habe ich mir gedacht. So für Bund und Länder kann man sich ja auch mal ein bisschen was so anziehen, als ob man kifft. Dachte ich mir, ja. So, da kommt auch schon das Fernsehen. Hi! In England kennt man ja Travestie auch. Deswegen sind jetzt auch so ein bisschen. Ganz viele Kinder. Erfreut. Ich habe aber jetzt noch Pralinen geschenkt bekommen. Und zwar von Versace. Versace Pralinen. Mit Berlin. Mit Berlin drauf. Schmeckt lecker. Da ist übrigens das Hotel Adlon. Guckt mal, da. Das ist da, wo Michael Jackson das Kind aus dem Fenster geworfen hat. Das ist da, wo Michael Jackson sein Kind aus dem Fenster geschmissen hat. Ich meine, das ist immer noch unten auf dem Bürgersteig eine blutige Gedenkstelle. Ja? Da werden immer noch Blumen und Kränze niedergelegt. Aber nicht für das Kind, sondern für Michael Jackson. Für Michael Jackson natürlich. Weil da ist auch dabei die Nase mit runtergefallen und die ist natürlich aufgeschlagen und zerplatzt. Richtig. Die Nasengedenkstelle. Also passt mal auf, ihr süßen Mäuse. Ich bin ja hier nicht nur, weil ich mich hier reinfräse, sondern weil der Robin Büttner, das ist der hier, der hat mich nämlich gebucht, unter anderem. Ja. Ja? Ja. Was machst denn du genau? Ich arbeite in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ach, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Und wir machen heute diesen wunderbaren Aktionstag. Und hast du dir gedacht, da muss die Jurassica mal wieder mit dabei sein? Unbedingt. Wir haben darauf bestanden. Du warst letztes Mal ja auch dabei und so großartig, dass unsere Leitung gar nicht anders konnte. Ach, Robin. Gut, was hast du hier eigentlich für so ein... Was ist denn das? Das ist mein Fanny-Pack. Ach so. Ach, verkaufst du hier Drogen? Nein. Es sieht so aus, als ob. Finde ich schon. Aber es ist meine Handtasche. Ach so, süß. Ja. Der Robin hat nämlich auch eine Handtasche. Der würde gerne auch Transvestit sein. Aber geht leider nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Na, weil du bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes arbeitest und offiziell für Bund und Länder arbeitest. Da darf man nicht Transvestit sein. Ist denn, sag mal jetzt, weil du bist ja Fachfrau, ist Transvestit eigentlich diskriminierend? Das musst du mir sagen. Nö. Aber es ist überhaupt, also ich nehme es überhaupt nicht als diskriminierend. Für Transpersonen ist es diskriminierend. Ja, gut, ja. Das stimmt. Aber für so Transvestiten wie mich? Überhaupt nicht. Gut. Nö, das entscheidet ihr ja auch selber. Weil du hast ja gerade sehr bewusst den Begriff Drag Queen verwendet und nicht Transvestit. Das ist, weil ich so einen US-amerikanischen Einfluss habe, wenn ach so. Ich mich damit beschäftige. Ich schaue natürlich nur RuPaul's Drag Race den lieben langen Tag an. Natürlich, du hast ja nichts anderes zu tun, ja. Ne? Nee, eben, ich arbeite ja für eine Behörde. Und die Weinhaus, die macht schon wieder Zeug. Was macht ihr denn da? Zeig mir das mal. Ich muss ja wissen, ob ich schön bin. Guck mal da sind ganz viele Menschen. Die baggert schon wieder irgendwelche armen Touristen an. Die sind unmöglich. Sehr jung. Was denn? Die wollten ein Foto mit mir. Die wollten ein Foto mit dir haben. Ja, ganz viele. Ja. Hi. Hier sind ganz viele Gläser. Und da ist der Kühlschrank. Der habe ich schon gezeigt. So. Und dann wollte ich vorhin die Conny, das ist nämlich die Conny, die möchte nicht, möchte die im Video sein, die Conny? Nein, die möchte nicht. Und die Conny, die hat mich beobachtet, weil ich wollte mir nämlich dann eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank holen. Und dann kam die Conny. Und die ist hier Aufpasserin, Backstage-Managerette. Und da hat die gesagt, momentan keine Sektflaschen nehmen, weil die sind alle für die Christiane Lüders. Das hat sie so nicht gesagt, aber ich habe es so aufgefasst. Und ich möchte jetzt sagen, die Christiane Lüders, die trinkt gern mal ein Sektchen. Von daher werden wir uns beide sehr gut verstehen, die Christiane und ich. Und ich werde ja nachher mit deren Sekt zusammen trinken. Mit der Christiane. Und jetzt gehe ich mal zu der Sigrid.
gucke mal hier. Oh, das ist ja cool. Ja, du trittst hier heute auf. Ja. Ja. Du machst Kläre-Programm. Ja, ich denke Kläre-Lieder. Weil Kläre als die urälteste Lesbe sozusagen gehört hier einfach mit hin. Weil die, wenn sie noch lebte, würde sie hier sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, mein Schatz. Deswegen. So, guck mal hier. Die hier alle stehen, die machen auch im Schwutz Security. Warte mal, wo sind die denn jetzt? Sieht man die jetzt? Da. Ja. Und deshalb ist es im Schwutz nämlich immer so sicher und so toll. Da ist der Karl. Hey. Der Karl, der arbeitet nämlich auch für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und geht gerne ins Rauschgold. Daher kenne ich Karl. Ja? Ja. Du bist heute im Stress, oder? Ach, ist gut. Es läuft alles ganz rund. Ja? Und wenn du da bist, dann habe ich immer so ein sicheres Gefühl. Du bist insofern eine Maus. Ja. Du bist nicht schwul. Nein. Mäuschen, guck dir den doch mal an. Doch. So, weiter geht's. Da. Und da ist das Brandenburger Tor. Das kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Das ist in echt viel, viel kleiner, als man denkt. Und hier sind wahnsinnig viele Touristen. Das ist hier immer voll mit Touristen und Touristinnen. Guckt mal hier, da. Und die kommen aus aller Welt, aus aller Herren Länder kommen die. Und es nervt ehrlich gesagt ein bisschen. Na gut, da gehe ich wieder zurück. Keiner will ein Foto mit mir haben. Da ist die Akademie der Künste. Da ist irgend so eine Bank, Allianzforum, also irgendwie Kapitalismuskacke. Da ist die französische Botschaft. Und da ist das Hotel Adlon, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Da hat die Angela Merkel ihren persönlichen Schminkraum. Und die Weinhaus. Und kommen wir mal in die Nase vielleicht auch rein? Ja, warte mal. Ist da Popel drin? Hm. Kann ich das gerade nicht sehen. Kannst du das sehen? Warte mal. Nee, alles. Also die Weihnachts muss pullern. Und das bedeutet, wir gehen jetzt im Adlon pullern. Die zwei. Du siehst schon wieder wahnsinnig nuttig aus, Weinhaus. Aber ich bin eigentlich sehr gediegen. So schnell lasse ich niemanden einmal hinter Türchen, das kann ich dir sagen. Jetzt benimm dich bitte, Weinhaus. Ja. Ich habe keinen Bock, hier rausgeschmissen zu werden. Ja. Aber wo muss man jetzt hin? Sehr gediegen. Das ist mal wahnsinnig schwülstig eingerichtet hier. Den Weg zum Klo, den kennen wir schon. Oh, guck mal, wie schön das hier ist. Hallo. Die Frau. Die sehen alles. Mach aus. Da ist der Arne Breitfeld. Guck mal da. Tag. Ja, so oft sieht man sich wieder. Ne? Eben noch im Schwutz gesehen. Ja, ne? ja. Hi. Hi. Hätte gerne einen Sekt. Aber ihr wisst ja, die Christiane Lüders bekommt erst den Sekt. Und dann bekomme ich den Sekt. Sharing is caring.